So, also bei dieser Aufgabe, da habe ich ein x im Nenner und x im Nenner nervt und x im Nenner kriege ich weg, indem ich hier mal x mache. Ja, ich mache das ein bisschen schlampig, mal x, dann habe ich 2 gleich 3 mal x. Den Dreier kriege ich weg mit geteilt durch 3 und bekomme dann hier eben ein x ist 2 Drittel. So, schreibe ich hin. X gleich 2 Drittel. Lösung angeben, das genügt, man könnte eine Lösungsmenge machen und Platz schaffen. Beim nächsten habe ich ein Quadrat und deswegen ist es die Mitternachtsformel. Also da ist es jetzt ax Quadrat plus bx plus c gleich 0. Es steht schon wunderschön da. Die Formel lautet minus b plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 4ac geteilt durch 2a und das ist eben x hier. X 1, 2 ist gleich. Stopp. So, und jetzt einsetzen. Ein bisschen konzentrieren bei den. So, ist gleich minus b. B ist minus 5. Deswegen ist minus b gleich 5. Plus oder minus. Wurzel aus b Quadrat. Also 5, 25. Minus 5 mal minus 5 ist 25. Minus 4, a ist 2. C ist minus 3. Diese Vorzeichen beachten. Durch 2a, 2 mal 2. Gut, und da mal vielleicht eine andere Farbe. So. Dieses Minus von dem Dreier und das Minus da, das wird zu Plus. Ja, Minus mal Minus ist Plus. 25, also 8 mal 3, 24. 24 und 25 ist 49. Das geht gerade noch so im Kopf. So. Und die Wurzel aus 49, machen wir es ein bisschen langsamer. Ich habe hier also, da habe ich Platz. 5 plus oder minus Wurzel aus 49 durch 4. Ja, das ist mein x1, 2. Das heißt, das eine x, ja, Pause. Das eine x ist 5 plus 7 durch 4 und das die andere Lösung ist 5 minus 7 durch 4. Gut, 12 durch 4, da habe ich hier 3. Und minus 2 durch 4 ist minus 1/2. Und das sind die beiden, so geht es, die beiden Lösungen.